So Leute, es geht weiter mit Dead Space. Ich habe ja angefangen, Dead Space zu zocken. Muss dazu sagen, ich habe ja Dead Space nie gezockt. Also ich habe es mal angezockt, als es rauskam und dann für zu gruselig empfunden. Gott sei Dank hat sich das geändert. Und deshalb habe ich mich entschlossen, dieses Mal beim Remake Dead Space durchzuzocken. Hier wird jetzt auch mal was durchgezockt. Es ist ja auch so ein bisschen ein Klischee geworden. Huch, wo bin ich denn hier? Dass ich so schreckhaft bin. Aber da muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber wenn ich schon die Soundkulisse höre, wird mir schon ganz anders. Da muss ich rein, okay. Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recode, damit wir den Computer nutzen können. War ich hier nicht schon? Ich muss noch kurz die Steuerung. Das war nachladen. Das war nehmen. Ah ja, okay. Das war stampfen. Plasma Cutter Upgrade, nice. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Hä, warte mal, hier war ich doch schon. Ist das? Ach ne, hier bin ich gestorben das letzte Mal, ne? Wie war denn das nochmal hier? Hab ich jetzt schon irgendwas getriggert? Hier kamen so viele, oder? Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern. Und die Kommando sagt uns nicht, was los ist. Scheiße, Mann. Vielleicht habe ich noch mehr übrig. Das habe ich doch schon gelesen. Das kenne ich doch alles schon. Wo ist jetzt meine Stange? Meine Waffe ist weg. Nämlich die hier. Hallo Hadref. Wie war denn das nochmal? Irgendwas löst es aus, dass die hier... Ach ja, genau. Ich musste irgendwo den einen Pinöppel raus und woanders rein... Warte mal, wo war denn das nochmal? Da muss der rein. Oh, Alter, diese Geräuschkulisse ist so brutal. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kleines Vieh. Oh, was? Wo denn? Ich habe vergessen, dass da die kleinen Baby-Tentakeln... Okay, okay, jetzt wird's aber super easy, Leute. In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recode, damit wir den Computer nutzen können. Okay, okay, okay. Erstmal stampfen.
Stimmt, die Minen haben wir ja auch noch. Die können wir auch gut benutzen. So, wir machen hier das Licht aus. Ich speichere jetzt hier mal. Kann ich gar nicht. Stimmt, es gibt ja Speicherpunkte. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine Fresse. Oh, es ist so... Ich habe mich noch nicht erschreckt, oder? Ja, geil, Bumsen. Oh, das war ja noch nicht, das war ja noch nicht richtig erschreckt, oder? Himmel, ist das anstrengend, dieses Spiel. Ja, das habe ich ja auch noch. Die Stasis kann ich natürlich auch benutzen. Hier die Stange nehme ich jetzt mal schon mal mit. Und leg die mir hier hin. Dann nehme ich die Stange. Und leg die auch hier hin. Nein, nimm doch das Ding. Ich muss erst das... Hä? Hä? Wieso kommt denn jetzt die Energiezelle hier nicht raus, Leute? Ist das ein Bug? Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Ah, okay. Wer ist der Bo- Oh mein Gott! Ich hänge! Nimm doch die rechte Waffe. Und da ist wieder so ein...
Jesus Christ, dieses Spiel, ey. Als ob man in so einer Panik noch gescheit zielen könnte. Loot. Ja, es tut mir leid für alle, die jetzt hier auf, die jetzt gerne GV hätten, dass ich mich noch nicht erschreckt habe. Aber ich habe euch gesagt, dass ich in diesem Spiel halt auch einfach Angst ist mir fremd. Angst ist mir fremd. Habe ich alles eingesammelt? Lass mich jetzt bitte weitermachen hier. Ich habe nichts zum Heilen in meinem Package oder was? Tatsächlich keine Heilung. Ey, die Stase hat mir, glaube ich, gerade das Leben gerettet, oder? Achso, jetzt ist ja... Hä? Kann ich den Stab bitte wieder haben? Nee, einmal genagelt, immer verhagelt. Och nee, ey. Gott, ey, es ist so anstrengend. Oh! Alter, wenn du so eine Röntgenaufnahme kriegst, ne? Dann weißt du auch Bescheid. Dann ist auch egal. Wieso, wieso?
Sicherheitsanfrage abgerufen. Mich verlassen. Verdunkelt und sie kratzen an den Wänden. Wie die Ratten. Und ihr habt mich mit ihnen eingesperrt. Ich schneide sie raus. War ich jetzt hier schon oder nicht? Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Nee, hier war... Oh, hier werden eine Menge Babys gezeugt. Mercer, hier ist Terence Klein. Sie waren im OP, also habe ich es bei Warwick hinterlassen. Ich habe gerade ein Update von Aegis 7 erhalten. Die Situation ist schlimmer, als Captain Matthias zugeben will. 40% der Bevölkerung der Kolonie zeigen Symptome. Depressionen, Halluzinationen, noch mehr Gewalt. Da unten sterben Leute. Ich weiß, das hängt irgendwie mit dem Marker zusammen, aber mir fehlen die Daten. Mercer, vielleicht hatte ich Unrecht. Wir brauchen unbedingt Antworten. Dieser Patient, Brent Harris, könnte unsere letzte Hoffnung sein. Was ist denn jetzt hier gewesen? Jetzt ist hier eine Sauerstoff, aber Sauerstoff ist eh voll. Soll ich da rein? Nee. Auf keinen Fall. Notaufnahme ist zu. Der Lootboy muss immer ganz genau in die Regale gucken, das wisst ihr ja. Damit der Lootboy nichts verpasst. Kam einer raus. Man weiß ja mittlerweile, wo sie herkommen, aber man erschreckt sich. Also, ich habe mich ja nicht erschreckt, aber man kann trotzdem sich wundern, dass da manchmal... einer kommt. Weil man weiß es ja nicht. Hundertprozentig. Habe ich hier alles abgecheckt? Ich meine, ich... Siehst du, hier ist noch ein bisschen was. Plasma-Energie haben wir hier fast übersehen. Ich bin hier nämlich relativ schnell durch. Ist wieder so eine verschlossene Tür. Die ganzen verschlossenen Türen, die muss man sich natürlich alle merken. Oh nein, jetzt habe ich den Stock. Jetzt
Jetzt habe ich den Stock verschwendet. Scan Rig to unlock workstation. Das kann ich noch nicht, oder? Scan Rig? Ich kann, glaube ich, noch nicht scannen. Wo habe ich jetzt mit Absicht nicht hingehaut? Ist was passiert? Oh, hier hätte ich hin... Hä, was ist denn hier passiert? Nee, hier habe ich nicht mit Absicht nicht hingehaut. Ist da was Schlimmes passiert? War wahrscheinlich besser, dass ich es nicht gesehen habe. Was ist da passiert? Was habe ich verpasst? Oh, da kann man speichern. Endlich. Die hat sich die Kehle aufgeschnitten. Sie haben Kartentricks geübt. Und dann hat sie aufgegeben. Arschloch. Oh nein, ich muss das Ding von ganz da hinten... Nee, doch nicht. Dachte schon. Alter Schwede, dieses Spiel, ey. Guck dir das an, wie versaut das hier ist.
Es ist meine bedauerliche Pflicht, Captain Benjamin Matthäus offiziell für tot zu erklären. Die Berichte über die genauen Umstände seines Todes sind widersprüchlich und müssen von den Ermittlern nach unserer Rückkehr geklärt werden. Ich werde mich auf den Zustand des Leichnams beschränken. Die Person befand sich in einem für ihr Alter allgemein guten Gesundheitszustand und ein oberflächlicher Bluttest darauf hinwies, dass seine Leukozytenzahl sehr niedrig war, wobei insbesondere die Eosinophilen fast nicht vorhanden waren. Bei der körperlichen Untersuchung vor dem Flug wurden keine derartigen Probleme festgestellt, was auf ein schnelles Eintreten der Krankheit hindeutet. Doch scheint dies keinen Einfluss auf seinen Tod gehabt zu haben. Mehrere Prellungen an den Armen und Händen deuten auf einen kurzen Kampf vor dem Tod hin. Leichte Prellungen um den Brustkorb lassen vermuten, dass er gefesselt war, wahrscheinlich nur für kurze Zeit. Die Todesursache war ein einzelnes langanhaltendes Trauma des Augenkörpers, das sich durch die Wand der Augenhöhle bis in den Frontallappen fortsetzte, sowie ein rasches Neurotrauma, das einen Krampfanfall und den Tod verursachte. Der Eintrittswinkel in die Augenhöhle zeigt, dass die Verletzung nicht selbst zugefügt wurde. Für die Untersuchung musste das Objekt entfernt werden, um die Todesursache zu bestätigen, aber es wurde für die weitere Analyse durch das Ermittlungsteam aufbewahrt. Wir müssen vorläufig davon ausgehen, dass es sich um einen nicht natürlichen Tod handelt. Zu beurteilen, ob es sich um einen vorsätzlichen oder einen unfallbedingten Tod handelt, ist nicht in meiner Zuständigkeit. Was? Oh mein Gott. Okay.
Jetzt wissen wir aber Bescheid. Hier war doch noch irgendwo was. Oh, da ist noch eine Kiste. Die habe ich auch noch nicht. Super smart. Jetzt habe ich da schon so eine hingelegt, wisst ihr? Wo der herkam, ey. Aber der macht die zu den Dingern auf jeden Fall. Wie das da alles aus dem rausplatscht, Leute. Bam. Hä? Zu spät. Mann, ich kann also nicht gescheit zielen mit dem Pad. Wieso ist denn... Das müssten doch zwei gewesen sein. Oh, was Lilanes. Guck mal, Rig des Captains. Isaac, wie ist dein Status? Hast du den Rig des Captains? Verdammt! Ich übermittle jetzt die Codes. Ich habe es gesehen, Hammond. Ein fliegendes Wesen verwandelte den Körper des Captains in eins von diesen Dingern. Dasselbe muss auch mit Chen passiert sein. Gott. Vielleicht finden wir was im Hauptrechner. Wo ist Daniels, wenn man sie braucht? Geh zurück zum Sicherheitscheckpoint. Da ist es sicherer. Wenigstens kann ich deine Freigabe jetzt erweitern. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt kann ich Level 1 öffnen. Haben wir da, war da oben was, Level 1? Kann ich das nicht auf der Map sehen? Kann man das auf der Map sehen? Das scheint Level 3 zu sein. Isaac? Ich bin hier. Was ist denn hier los? Laut Computer sind die Shimura-Triebwerke offline. Wir sinken in die Umlaufbahn Richtung Aegis 7. Oh Gott. Ich muss zum Maschinenraum. Uns fehlt die Zeit. Die Monorail-Station ist offline. Außer, warte. Jetzt bin ich aus Versehen richtig gegangen. Geh zurück zum Flugdeck. Ich leite dich von da aus. Laut Schadensbericht gibt es eine Abkürzung zum Maschinenraum. Bin ich aus Versehen richtig gegangen.
bestätigt. Oder? Hä, hier ist auch ein Aufzug. Der Raum wieder, okay. Freigabe bestätigt. Ah. Freigabe bestätigt. Ah. Wir haben mehr so Kisten. Mal, hier war ich auch noch nicht drin. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Freigabe bestätigt. Was heißt denn eigentlich Dusche? Ah, hier, guck mal. Keine Energie, okay. Das macht Sinn. Das macht Sinn, aber wie kriege ich denn die Tür auf? Wieso geht... Die müsste da eigentlich auch mal aufgehen. Der Lootboy, Leute. Dem Lootboy entgeht nichts, ich sag's euch. Der Lootboy hat hier wieder den geilen Scheiß gefunden. Hm. Logbuch der Krankenstation, Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unitologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Nach dem gestrigen Angriff konnte ich eine Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment, wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Okay. Wir haben das Rätsel haben wir gelöst. Aber, ehrlich gesagt, nicht, wie man hier reinkommt. Warum auch immer. Ich habe das Gefühl, das müsste... doch mal langsam gehen. Da war eine Zweiertür, das bringt mir nichts. Speicherpunkt.
Aber was ist denn dann der andere Weg? Freigabe bestätigt. Hier nicht irgendwo da. Erstmal hier. Keine Heilung mehr. Hier war ich ja auch schon. Flugdeck Monorail Steuerung. Nächster Halt, Flugdeck Monorail Steuerung. Gucken wir mal kurz hier auf die Map. Da haben wir eine 1. Aber hier ist verschlossen. Sind wir links. U-Turn da lang, okay. So, wir haben 3 Knoten und ein Plasma-Cutter-Upgrade. 4 Knoten. Kappa Kappa. Patronen-Rack. Die Munitionskapazität wird deutlich erhöht. Das war dumm. Kann ich es wieder zurückgängig machen? Nee, das kostet ja Geld. Ach so. Anzug. Machen wir mal endlich mal einen in Gesundheit, oder? Ich habe das Gefühl, ich sterbe zu schnell.
So. So, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist eigentlich genau die entgegengesetzte Richtung. Von ganz am Anfang der Raum? Ja, ne? In diesem Schadensbericht steht, dass hinter den Hangartoren ein defekter Lastenaufzug ist. Ich öffne sie jetzt. Schwerelosigkeit aktiviert. Aha. Du brauchst deine Schubdüsen, um das hinzukommen. Vom Aufzugsschacht müsstest du direkt in den Maschinenraum gelangen. Oha. Wie hat man sich nochmal justiert? Wie ging das nochmal? Nee. Ja. Das ist unser kaputtes Raumschiff, mit dem wir angekommen sind. Zerschmettert.
Wir können sogar in unser Raumschiff rein. Krass. Das ist echt genau wie Shipwreck. Oh nein, das ist sie. Aber wieso ist sie schon so kaputt? Geht das so schnell, dass die jetzt ein Skelett ist? Sie ist verbrannt. Ja, okay. Warum hat sie da noch Haare? Spliss. Ja. Das ist nicht lustig. Das ist hier für den Lootboy keine einfache Aufgabe. Hier kann überall Loot versteckt sein. Wie ihr seht. Sowas nimmt der Lootboy sehr, sehr ernst. Why fly when we can walk? Ist das der Lift? Ey, mit einem netten Disney-Soundtrack, so Lion King oder sowas, oder Dschungelbuch. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Dann wäre das hier alles ein ganz anderer Schnack. Ist jetzt nicht gerade ASMR-Musik. Okay, gehen wir wieder in die Luft. Er fliegt ein bisschen so wie Iron Man, wenn er Rückenschmerzen hat. So sieht das ein bisschen aus, finde ich.
Ah, oh, mein Rücken. Ah. Scully. Ne, wie heißt dein Computer? Ivy. Ich hab's vergessen. Jarvis. Genau. Jarvis. Aua, mein Rücken. Kannst du irgendwas machen? Natürlich. Ah, danke, besser. So war, das war die eine Seite. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ja, der Hangar ist groß, Leute. Was soll ich machen? Warum ist das hier so auffällig? Oder bilde ich mir das ein? Gleissteuerung offline. Ich würde gerne abspeichern, weil ich so viel gelootet habe, wenn ich jetzt sterbe wegen irgendeiner Dummheit, ich das nicht nochmal machen muss. Na nimm doch, Junge. So. Oh Gott, geht es da noch weiter? Nee. Hier ist noch was. Ja, hier ist Ende, ne? Oh nein, hier ist nicht Ende. Das ist ja krass. Hier ist nur zeitlich begrenzt. Oh mein Gott. Oh, das. Oh, das O2. Easy. Völkersrick.
Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Hä? Wo denn? Ich hab's überhaupt nicht gerafft, dass mich was angreift. Was? Shit, das lebt immer noch? Wie dumm ich jetzt hier Energie verloren habe. Dem Loot Boy geht's gut, Leute. Noch mal Luft. Das heißt, hier kommen auch noch mal Gegner, schätze ich. Da ist er schon. Zwei. Ganz geil mit dem Sound so, Alter. Das ist ja, ist das überhaupt der Weg, zu dem ich muss? Das ist tatsächlich auch der Weg, den ich lang muss, ne? Eieiei. Aber was ist denn dann die Mechanik da in dem anderen Raum noch? Da gehen wir gleich runter, Leute. Erstmal checken wir hier alles ab. Wie weit man da wohl kann? Check mal ab, wie weit wir kommen. Aha, okay. Grenzwerte bald erreicht. Na gut. Grenzwerte wollen wir natürlich nicht. Ihr wisst schon. Habe ich noch was übersehen, Chat? Oh nein, da ist jetzt zu? Ich kann nicht mehr zurück. What? Das ist ja dumm. Ich habe doch die Mechanik in dem Raum noch nicht gemacht. Komme ich da noch mal hin? Guck mal, die haben einfach die Lade darunter gemacht. Oh. Das habe ich wahrscheinlich hier irgendwie getriggert. Muss ja.
Mensch. Jetzt wird es aber kameratechnisch abenteuerlich hier. Schwerelosigkeit deaktiviert. Muss mir trotzdem den Raum noch untersuchen. Schwerelosigkeit aktiviert. Was war denn da oben? Shit, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Da runter. Fuck, ich gehe falsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Alles gut, kein Problem. Eieieiei. Ist ja gar kein Problem. Gar kein Problem. Schwerelosigkeit deaktiviert. Freigabe bestätigt. Ich füge dies meiner Anfrage zur vorrangigen Wartung hinzu. Vielleicht hilft etwas Schriftliches, damit ich ihn aufmerksam werden. Diese unidentifizierte Wucherung, die bereits an anderen Stellen des Schiffs gemeldet wurde, hat den Maschinenraum erreicht. Nicht einmal die Krankenstation weiß, was das für Zeug ist. Es sieht aus, als hätte jemand seine Eingeweide an die Wände gekotzt. Und es riecht auch so. Es breitet sich schneller aus, als wir es zerschneiden können, was an sich schon ziemlich eklig ist. Es hat bereits den Lastenaufzug beschädigt und dringt in die Maschinenspeicher ein. Wenn wir nicht bald einen Weg finden, es zu stoppen, wird es übermorgen die ganze Hauptmaschinenkammer bedecken. In der Zwischenzeit gehe ich auf das Abbaudeck. Sie haben PFM 100
für den Eisabbau eingelagert und können den Treibstoff entbehren. Vielleicht können wir dieses Zeug kauterisieren. Ich hoffe nur, es reicht. Es riecht nicht noch schlimmer, wenn es brennt. Oh well. Orbitalposition beeinträchtigt. Kurs sofort korrigieren. Steht auf seinem Helm da oben Andor? Andor, oder? Seht ihr das? Unlock. Ach so, okay. Sicher? Nee, da steht nicht Unlock, da steht Andor. Anchor. Anchor. Anchor steht da. Logbuch des Maschinenraums, stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Man, ich kann immer noch nicht glauben, dass der Boss weg ist. Seit der Captain tot ist, gerät hier alles durcheinander. Wir sind alle mit den Nerven am Ende. Wir dachten, die Aufstände wären schlimm, bis diese Dinger durch die Lüftungsschächte kamen. Ihre Gesichter. Scheiße, das waren meine Tischnachbarn. Freunde von Liz, alte Bekannte. Und dann waren auf einmal die Triebwerke kaputt. Der Primärantrieb macht Probleme und wir verlieren Treibstoff. Und ich habe keine Ahnung, warum. Danvers und ich gehen zum Treibstoffdepot, um das zu reparieren. Wir müssen das Team zusammenhalten, sonst geben sie auf. Tempel Ende. Sicher, sicher. Ich sehe dich im Kontrollraum. Wie sehen die Triebwerke aus? Das ergibt keinen Sinn. Der Treibstoff ist leer, die Zentrifuge ist offline. Wir hängen an 4 Billionen Tonnen Nutzlast. Ohne die Triebwerke zieht sie uns auf den Planeten hinunter. Schaffst du das auch allein? Sicher. Erst die Zentrifuge, dann der Treibstoff, dann ein kompletter Neustart. Du musst aber unsere Umlaufbahn stabilisieren. Ich bin bereit. Na los, beeil dich, Isaac. Stellt euch mal vor, ihr seid Isaac. Was das für eine Scheißmission ist, oder? Da haben wir noch voll keinen Bock drauf. Komplett alleine. Aufzug. Wir gehen erstmal hier rein. Aber da zeigt den richtigen Weg an, dann gehen wir erst hier rein. Oh nein, wir fahren runter. Es war wahrscheinlich dumm, erst hier runter zu fahren. Was haltet ihr von einem Audioflick Event Horizon? Würde das nicht gut passen? Aber ich weiß nicht, ob es den auf Amazon gibt, tatsächlich. Freigabe bestätigt.
Wie war denn das im Original von 2008? War das auch so großzügig mit Munition und Health oder war das weniger oder gleich? Ich habe eine Knoten. Mehr Abwesenheiten. Es sind nicht nur Ornithologen, die sich wegen religiöser Ausnahmeregelungen aus dem Staub machen. Wir verzeichnen erhebliche Lücken in der Rotation. Menschen, die wegen Schlafmangels krank werden, sich selbst Verletzungen zufügen. Nach sagte, das Schiff sei angegriffen worden. Blödsinn, wir sind am Arsch der Welt. Wer würde den Weg auf sich nehmen und ein Abbauschiff angreifen? Und ja, der Kapitän ist tot, aber Carmack sagt, es war ein Mitarbeiter von der Brücke. Ich schwöre euch, die Gerüchte auf diesem Backdeck sind... Oh, ich bin keine Treue. Interessant, dass der Typ Carmack heißt, weil ich erkenne hier schon die ein oder andere Doom-Reminiszenz. Kontakt zur Brücke verloren, kein Ricklink, keine Sicherheitsleitung, nichts. Okay, das sind nicht nur Gerüchte. Scheiße, ich steige aus, solange ich noch kann. Freigabe bestätigt. Was ist denn mit dem einen Rick, das ich gefunden habe eigentlich? Ich hab doch noch so einen Rig gefunden, oder? Wo ist denn das? Hier, guck mal. Völker. Das Völker-Rig habe ich noch. Da ist noch gar nichts mit passiert. I don't like this. Oh, nein, 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 nein. Nein. Und jetzt gehen die Rollläden hoch und da ist nur Scheiße, stimmt's? Wieso schießt du nicht? Falsche Taste! Thank you.
Wer stöhnt denn da? Oh, das Spiel macht mich so fertig, Leute. Was habe ich denn jetzt da aufgenommen? Ah, ich bin fast tot, deshalb. Wow, das sieht ja mega nice aus. Warte. Was für ein Ding anbringen? Boah, guck mal hier die Wucherung. Die ganze Zentrifuge kaputt gemacht. Da ist eine Leiche. Ja, da sind mehrere Embedded-Typen hier so eingebettet. Igitt. Wow. Ich häng fest in der... Sauerstoff, Generatormodul. Ich höre doch ein Monster, ey. Was? Okay, das hat auf jeden Fall irgendwas bewirkt. Aber ich weiß noch nicht was. What? Wo bist du? Wo bist du, Fucker?
Wo bist du denn? Oh! Was denn? Wo denn, du Arschloch? Ich kämpfe mit Boden unter den Füßen. Wo bist du? Wo bist du? Wieso kann... Da! Hä, wo? Da! Jesus Christ. Das ist aber echt kompliziert hier, habe ich das Gefühl. Okay, ich nehme mal an, wenn ich das hier reinballer, passiert auch nichts. Geht auch wieder zurück. Muss ich die alle da reinstasen oder was? Ich dreh durch. Kein Loot oder was? Die geben doch immer was. Ich weiß es. Ich finde angenehm, dass man hier unendlich diesen Boost hat beim Fliegen. Das wäre einfach nur nervig, wenn es nicht so wäre. Würde dem Spiel nicht wirklich helfen. Okay, O2 brauchen wir doch gar nicht. Wir haben noch Vodafone. So, die müssen wir da noch reinmachen. Reinstasen. Oh, jetzt ist die Stase leer.
Stasepopase. Von mir aus, ganz ehrlich, hätte man Stasis auch, genau wie Telekinese, dauerhaft machen können. Ich weiß, wäre dann vielleicht zu einfach, wenn man dann die Gegner die ganze Zeit freezen kann. Ja, keine Ahnung. Der ist ja schon drinne. Kommt bestimmt eh wieder ein Vieh. Nix. Okay, Leute, habe ich hier noch was Geiles entdeckt? habe ich noch was verpasst? Oder habe ich hier schon... Wo muss ich denn jetzt hin? Da ist jetzt zu. Kupplung aktiviert. Bitte Konsole aktivieren. Okay. Es steht riesengroß da, was ich machen soll. Eddie, lies doch einfach, was da steht. Guck doch dahin. Jetzt haben wir einen schönen Half-Life-Moment hier, oder? Zentrifuge aktiviert. Gleichgewicht mit tektonischer Ladung wiederherstellen. Aktiviere was? Was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich mich wahrscheinlich hier. Nein, der geht runter? Ernsthaft? Ich werde sterben. Ich werde safe sterben und muss alles wieder neu machen. Die Kugel ist wieder online. Das war Sabotage. Die Triebwerke müssen noch betankt werden. Schnell, Isaac. Wir nähern uns Aegis 7. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich machen? Ja, was soll ich denn machen? Oh, es geht direkt weiter. Okay, ich muss nicht ganz von vorne anfangen. Okay. Wir müssen es wahrscheinlich besser timen. Was würdet ihr sagen? Die Zentrifuge ist wieder online. Das war Sabotage. Die Triebwerke müssen noch betankt werden. Schnell, Isaac. Wir nähern uns Aegis 7. Komm. Ja, wie soll man es schaffen? Guck mal, hier rennt er viel schneller als da unten. Jetzt bin ich falsch. Die Zentrifuge ist wieder online. Das war Sabotage. Die Triebwerke müssen noch betankt werden. Schnell, Isaac. Wir nähern uns Aegis 7. Thank you.
Das ist ja mies. Geh doch da! Goddammit, Dicky, dich rückwärts hängen geblieben! Ich hab keine Zeit, die Mütze abzunehmen. Kommt da noch so ein Typ lang, ey. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass es offensichtlich die richtige Richtung ist. Schnell, Isaac. Wir nähern uns Aegis 7. Nee. Jesus Christ! Ah! Die Zentrifuge ist wieder online. Das war Sabotage. Die Triebwerke müssen noch betankt werden. Schnell, Isaac. Wir nähern uns Aegis 7. Shit. Lol. Ich hätte ja einfach gar die Munition gar nicht ausgeben müssen. Boah, das war... Wo kommst du denn her, Alter? Ich glaube, ich habe ein Item liegen lassen. Das reicht nicht von der Zeit. Ist da oben noch eine Gasstation? Ich meine natürlich Sauerstoff. Da ist es Stasis! Ich brauche aber nicht Stasis! Ich brauche... Ah, da ist noch einer! Was ist denn hier los? Ah! Wir failen uns nach vorne. Und mit wir meine ich euch. Es tut mir leid. Oh, Jesus. Das war Sabotage. Die Triebwerke müssen noch betankt werden. Schnell, Isaac. Wir nähern uns Aegis 7. Komm, ich habe ihn schon getriggert. Damit er jetzt gesmashed wird von dem. Okay, jetzt der Speedrun. Ah!
Jesus Christ. Okay, müssen wir den Raum nochmal abchecken? Nee, ne? Können wir eh nicht mehr fliegen jetzt? Was passiert, wenn wir das machen hier? Nix. Wir holen uns hier noch Stasis Power. Alter, ich werde hier 20 Jahre älter mit dem Spiel, ich sag's euch, ey. Also damit kommt man jetzt wirklich nicht rechnen. Ich baller doch aufs Gespür. Bam. Komme ich hierher oder war ich hier noch nicht? Ach doch, hier war die Dekontamination. Dann bin ich nach rechts gegangen. Ich hätte aber auch nach links gehen können. Okay. Wieder mal instinktiv richtig gegangen. Aber ich sag auch mal so, mit Maus und Tastatur wäre das Spiel auch echt simpel, glaube ich. Würde ich ja treffen. Wären die alle mit zwei Schüssen weg. Habt ihr übrigens gesehen, dass ich mich überhaupt nicht mehr erschreckt habe bei dem. Habe ich natürlich fest mitgerechnet, dass hier irgendwas Fieses erscheint. Ist doch ganz klar.
glaube, Dead Space würde auch als Ego-Shooter funktionieren, oder? Auch nicht nochmal. Oh mein Gott, hinter mir! Oh, der ist ja auch noch da! Der lebt noch? Oh, du mieses Stück Käse, du. Muss ich jetzt da hinten die nochmal wegmachen oder was? Kriege ich den halt nochmal. Kommt denn nicht mehr? Hm. Wegen mir. Aber den einen habe ich doch astrein an die Wand gepinnt. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. Wieso ist denn jetzt hier dunkel plötzlich? François Souverän. So nämlich. So spielt man Dead Space. Ich bin nämlich Dead Space Pro Gamer. First try, bitch. Wer will was machen? Da liegt ein Knoten in der Fleischmasse. Ernsthaft? In welcher Fleischmasse? In welcher Fleischmasse? Was schreit denn da so überkrass? Meint ihr hier? Ne, die ist ja weg, die Fleischmasse. Ne. Hier der dicke Zeh. Achso, an dem anderen. Den habe ich ja beim ersten Mal auch schon nicht eingesammelt. Da habe ich den eingesammelt beim ersten. Ach, in dem Ding drinne. Das ist natürlich schon wichtig. Deshalb hat er auch nicht getriggert, oder was? Nö. Komisch. Naja, gut. Wenn du meinst. Ich jetzt. Pam, pam, pam in die Fresse. Und hinter mir ist auch noch einer. Oh, what the fuck? Wo kommen denn die her, Alter? Wo kommen die denn jetzt her, Mann? Und ich sag noch, ich höre was. Mann, ich hatte den Raum doch schon geklärt. Das ist doch echt unfair. Okay.
Jetzt ist da ja schon offen. Achso, vom ersten Mal noch, oder was? Hä? Leute, jetzt raff ich hier überhaupt nichts mehr. Haben die sich verlaufen? The fuck? Hier waren drei drinne und hier waren zwei eigentlich. Jetzt sind hier null. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Oder passt, denkt sich das Spiel, okay, der ist jetzt dreimal hier gestorben, lass die mal weg. Was? Was? Ich hör was! Ich hör was! Oh, wie gemein ist das denn? Alter, das ist doch einfach nur fickerig hier. Das ist doch ein Witz, Alter. Sorry. Fritz Fickerich hier. Oh, ich dreh fucking durch, ey. Stase, ja, Stase. Es war halt Panik. Wie man's macht, ist falsch, ey. Das sind so fucking Trolle, ey. Was ist mit ihm verkehrt? Oh Gott! Was ist denn jetzt hier? Jetzt ist es nur einer gekommen. Jetzt traue ich mich natürlich nicht an die Bank zu gehen. Was ist denn hier mit der Tasche los? Beruhig dich doch mal. Jetzt ist hier nur einer. Es ist eigentlich ganz geil, dass die so ein bisschen random spawnen, wenn man es mal aus objektiver Sicht sieht.
Oh. So, Leute. Ich habe genug für heute. Oh. Oh. Ich glaube, ich brauche Urlaub nach dem Spiel. Unglaublich.